Der Morgen nach den heftigen Zusammenstößen in Kiew. Noch immer ist die Stimmung auf den Straßen extrem angespannt. In der Nacht war erneut deutlich geworden, wie gefährlich die Lage in der Ukraine inzwischen geworden ist. Bei pro-westlichen Protesten gegen die Regierung von Viktor Janukowitsch kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Oppositionellen. Hunderte vermummte Demonstranten versuchten, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen und zum Parlament vorzudringen. Er bemühte sich, die Lage unter Kontrolle zu bringen, Vitali Klitschko. Der proeuropäische Oppositionspolitiker und Ex-Boxweltmeister versuchte, Demonstranten von Gewalt gegen Polizisten abzuhalten und warnte anschließend vor wachsender Brutalität und einem möglichen Bürgerkrieg. Nach einem Treffen mit Klitschko hat Präsident Janukowitsch nun offenbar der Gründung einer Krisenkommission zugestimmt. Die Kommission solle noch am Montag ihre Arbeit aufnehmen.